Hallo, ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu Berlinale Meets, zur Perspektive Deutsches Kino. Ich bin die Leiterin der Sektion und freue mich sehr, dass ich heute hier mit der Regisseurin Vera Brückner und unserem Perspektive-Talent, dem Produzenten von Nordpolaris, Fabian Halbig, sprechen kann. Wir sprechen über Sorry Genosse, Dokumentarfilm, den wir eingeladen haben. Hallo, ihr beiden. Hallo, hallo Vera, hallo Fabian, schön. Und dahinter ist auch das Plakat zu sehen, ja, cool, mit dem Flieger. Vera, die Regisseurin, ich frage dich zuerst, wenn du unserem Publikum, den Zuschauern in drei Sätzen, es dürfen auch fünf sein, deinen Film beschreiben solltest, was würdest du sagen? Fass mal zusammen. Also, Sorry Genosse ist die Flucht- und Liebesgeschichte von Karl-Heinz und Hedi über den Eisernen Vorhang hinweg in Deutschland in den 70er Jahren. Karl-Heinz wäre bereit gewesen, für Hedi in die DDR überzusiedeln, doch er verstrickt sich leider mit der Staatssicherheit und das geht nicht. Und die einzige Option, die sie haben, ist eine Flucht, Hedis Flucht über Rumänien, bei der einiges schief geht und ziemlich turbulent ist. Ja, allerdings eine Ost-West-Geschichte, die wir immer wieder mal in der Perspektive präsentiert haben. Ein ganz besonderer Film. Ich finde es schön. Ich finde, wir sollten uns als erstes einen Ausschnitt angucken. Wir gucken den Film Anfang, eure Exposition sozusagen, die ersten 3 Minuten von eurem Film. Da lernen wir Hedi und Karl-Heinz kennen. Als erstes Karl-Heinz und ganz zum Schluss sehen wir auch Hedi noch in der Jetztzeit. Film ab, bitte. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Ja, nachdem ich Hedi kennengelernt hatte, bei dieser Familienfeier im Jahre 1969 im Sommer, haben wir begonnen, uns Briefe zu schreiben. Und dieser Briefverkehr war sehr ausgiebig und es waren immer sehr lange Briefe, weil ich das Gefühl hatte, dass da auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs jemand war, die sich für die Fragen, die mich damals bewegt haben, besonders interessiert. Für Karl-Heinz und Hedi ist das alles 50 Jahre her. Aber jeder, der ihre irrsinnige Geschichte zum ersten Mal hört, ist fassungslos. Verblüffend sympathische Stasi-Beamte. Jahre voller Sehnsucht und Briefe. Eine Liebe voller Hürden. Und am Ende die unglücklichste Flucht, von der ich je gehört habe. Fabian. 3 Minuten Film und man ist mittendrin in der Geschichte schon.
Man sieht, dass in diesem Ausschnitt schon, dass ein sehr vielfältig gestalteter Dokumentarfilm ist, dass ästhetisch ganz, ganz viel auch da aufgeworfen wird. Wir sehen Interviews, wir sehen Archivmaterial oder vielleicht auch inszeniertes Archivmaterial. Wir sehen auf jeden Fall Fotos, viele. Es mutet an, als wäre da wahnsinnig viel Arbeit und Recherchearbeit vor allem hinter. Was habt ihr da gemacht? War das aufwendig? Hat es auch gekostet? Ich weiß gar nicht. Also wenn wir gewusst hätten, was Vera da alles vorhätte, dann wüsste ich nicht, ob wir... Nein, Quatsch. Vera war eigentlich von vornherein relativ klar, was sie wollte, nämlich einen sehr unterhaltsamen, ergreifenden und auch bunten Dokumentarfilm machen. Und da wir tatsächlich auch in erster Linie gar nicht so eigentlich Dokumentarfilme produzieren, waren wir da irgendwie total gespannt, so wie das wird. Und dann galt es halt wirklich aus diesem Sammelsurium an Archivmaterial, Geschichte, Interviews, Musik, extrem viel Collagen, das quasi wie so durch so einen Trichter nach und nach zu geben und zu gucken, was ist eigentlich die Essenz der Geschichte. Und das hat total Spaß gemacht. Vera spricht ja auch immer von einem Dokumentarfilm, Film, Film. Das finde ich sehr gut, weil es ist kein normaler Dokumentarfilm. Und hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und war natürlich schon herausfordernd, aber mit viel Energie und Teamleistung und einer so guten Regisseurin geht das dann schon. Schön, das war ein Kompliment, Vera, hast du gehört. Vera, du bist auch die Off-Stimme im Film, man hört dich dort sprechen, Regisseurin und Off-Stimme des Films. Du hast Musik verwandt oder ihr habt Musik verwandt. Es geht los mit dem Song von Tonsteine Scherben, Der Traum ist aus. Das ist übrigens mein Geburtsjahr, als die beiden sich da kennenlernen. Und das finde ich irgendwie so, wie krass, ich verbinde irgendwie auch was mit der Musik. Das ist schön. Wie kommst du auf die Musik und was ist das für eine Band? Wer interpretiert das? Also erstmal war es eine riesige Herausforderung für einen langen Dokumentarfilm, Musik zu finden, die durchgehend konstant funktioniert. Also weil der Film auch so vielschichtig ist. Und es war klar, dass wir das gerne aus einer Hand hätten und hatten Riesenglück, in München eine Band zu finden und Filmkomponisten, also Florian Paul, Nils Frasse, Giuliano Loli, die haben gemeinsam eine Band, Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung. Und die haben, als wir gesagt haben, oder ich gesagt habe, Tonsteine Scherben spielt eine große Rolle, weil Karl-Heinz hat die Platte damals rübergeschmuggelt in die DDR, wäre irgendwie gut, wenn es im Film auftaucht. Waren sie Feuer und Flamme und wollten es unbedingt covern. Und dann haben wir auch die Erben gefragt, ob das irgendwie möglich ist. Da hat Fabi sich eingebracht, auch als Musiker. Und deswegen war es ein Riesengeschenk und irgendwie auch toll, weil es war wichtig, den Film auch irgendwie in unsere Zeit zu bringen. Und deswegen fand ich schön, dass junge Münchner Musiker das interpretieren auf ihre Art und Weise, wie sie es jetzt machen. Ja, das ist toll. Das passt auch zur Perspektive deutsches Kino. Den Nachwuchs unterstützen in jeder Hinsicht. Wir gucken uns einen zweiten Ausschnitt an. Wir haben jetzt gesehen und gehört, die unglücklichste Flucht. Zumindest war sie sehr gut geplant. Und wir gucken jetzt mal einen Ausschnitt, wo wir einen Teil des Masterplans verfolgen können. Film ab. Um den bestmöglichen Fluchtplan auszutüfteln, trommelt Karl-Heinz all seine Freunde in Frankfurt zusammen. Zwei alte Schulfreunde, Lothar und Gitti, erklären sich bereit, bei der gefährlichen Aktion dabei zu sein. Ein ganzes Wochenende lang rauchen sie und ihre Köpfe. Für die Flucht waren wir vier Akteure. Hedi, Gitti, ich und Bad Guy Lothar. Juni 1973. Wir vier fahren gemeinsam nach Rumänien. Die Behörden in Bukarest sollen Hedi einen westdeutschen Ersatzpass ausstellen. Mit diesem Ersatzpass soll Hedi von Rumänien aus in den Westen fliehen. Mit dem Flugzeug. Im Prinzip erschleicht sich Hedi bei den rumänischen Behörden ein Dokument, welches ihr die Flucht in den Westen ermöglicht.
Wie geht die Täuschung? Also Hedi geht auf eine Polizeistation in Bukarest. Sie tritt dort völlig verzweifelt auf. Ihr ist ihre Handtasche gestohlen worden mit sämtlichen Dokumenten drin. Hedi behauptet außerdem, die westdeutsche Kitty zu sein. Hedi muss 3 Verhören standhalten. Auf der Polizeistation, auf der Botschaft und im Innenministerium. Sie muss eine Person vorgaukeln, die aus einem Land kommt, das sie überhaupt nicht kennt. Gelingt ihr das alles, kann sie als falsche Kitty ins westliche Ausland fliehen. Die echte Kitty kann nun aber nicht mehr ohne weiteres aus Rumänien ausreisen. Die Grenzer werden sich fragen, wie kommt es, dass eine Frau mit einem Ersatzpass ausreist und danach eine Frau mit demselben Namen ankommt, mit ihrem Originalpass und ebenfalls die Ausreise versucht. Der Verdacht, dass Kitty eine Fluchthelferin ist, liegt sehr, sehr nahe. Und darauf steht Knast. Ist krass, dass der Ausschnitt so aufhört, weil man sich da gleich Angst und um Kitty macht und Sorgen hat. Zum Glück erfahrt ihr, wie es weitergeht, wenn ihr den Film guckt. Und so dramatisch wird es am Ende nicht, obwohl es wirklich ein Krimi ist. Sag mal, Fabian, noch mal zu dir. Wie habt ihr das gemacht? Also es sieht wunderbar aus mit diesen Animationen. Ich frage mich, ob ihr auch überlegt habt, die Reise nachzustellen, ob man dann nach Rumänien hätte reisen können. Wie war das? Wie habt ihr das gemacht und gedacht? Da schließt sich ein bisschen der Kreis zu unserem Protagonisten, weil wir hatten eigentlich auch den perfekten Masterplan, der aufgrund Corona so ein bisschen, und zwar sehr kurz vor Dreh, tatsächlich 2 Wochen vor Dreh, haben wir den ad acta gelegt. Wir wollten nämlich nach Rumänien reisen, in ganz kleinem Team und quasi die Station natürlich nochmal aufsuchen. Und dann waren wir, Vera war auch schon da, glaube ich, ne, mit Felix, dem Kameramann. Es gab schon Recherche, Shootings und so weiter. Wir hatten Locations und dann haben wir wirklich kurz davor den Stecker gezogen. Aber wir haben nicht komplett den Stecker gezogen, sondern wir haben gesagt, wir ziehen das durch. Und das war tatsächlich auch eigentlich, das war nur möglich, weil Vera ja, sie hat ein Drehbuch im Prinzip geschrieben, um diese Geschichte irgendwie zu strukturieren und irgendwie diese Höhepunkte auch irgendwie so chronologisch abzuhandeln. Und dann hatten wir echt so ein Gerüst, auf das wir uns verlassen konnten und haben das dann tatsächlich an Orten in Deutschland, haben da auch einen Roadtrip gemacht, einmal durch Deutschland, haben es da quasi sehr fiktional nachgestellt. Und das hat aber irgendwie, wie so oft beim Film, was ganz Besonderes mit dem Film gemacht und ich glaube auch mit den Protagonisten. Also wie gesagt, wir hatten auch einen sehr guten Masterplan und bei uns ging auch einiges schief. Aber das macht den Film zu dem, was er jetzt ist, nämlich, glaube ich, ein kleines, unterhaltsames und abenteuerliches Stück Geschichte. Ja, wir auf jeden Fall. Wir nennen auf der Berlinale ja unsere Dokumentarfilme auch bewusst dokumentarische Form, weil es ja da viel Spielraum gibt und bei euch auf jeden Fall, wie wir eben auch in dem Ausschnitt sehen konnten, inszenierte Szenen, die sehr viel Witz haben und fast auch an die Malerei erinnern. Vera, von dir würde ich gerne noch wissen, es guckt sich wie ein Krimi, euer Film. Wir haben davon Eindruck jetzt gehabt. Wo leben die beiden denn jetzt heute? Kann ich das fragen oder verraten wir dann zu viel? Also der Film prägt sich das auch. vielleicht auch eine Antwort. Die Hedi ist tatsächlich wieder in Oberellen, sie lebt wieder in Thüringen und Karl-Heinz in München. Ja. Aha. Und mehr erfährt man, wenn man den Film guckt. Vielen Dank, das war jetzt Werbung und auch ein bisschen Neugierde provozieren. Ich hoffe, ihr kommt alle ins Kino. Alle, die jetzt das gesehen haben, sollen kommen natürlich und alle anderen auch. Ich freue mich, dass wir uns auf der Berlinale sehen und endlich persönlich kennenlernen. Macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen, 3 Wochen. Bis dahin, tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.